In iOS 8 kommt die App Tipps dazu. Diese App ist dafür gedacht, dass man kleine Tipps und Tricks in einer App dem User anzeigen lässt. Das ist ziemlich praktisch wahrscheinlich, wenn ihr auch ältere Leute kennt, die neu einsteigen oder gerade für Beginner. Und dort gibt es hier zum Beispiel Hey Siri, dazu habe ich auch ein Video gemacht, wie man das benutzt. Oder Send a Spoken Message, wie man eine Nachricht so sendet. Oder Quickly Manage Your Mail mit dem Hin- und Her-Swipen. Was ich ein bisschen schade finde an dem Ganzen ist, dass es hier kein Video oder keine GIF dazu gibt, wo man das wirklich sieht. Hier zum Beispiel seht ihr gar nicht, das ist jetzt hier die Foto-App, die hat gar nichts mit dem Ding zu tun, mit dem, was da eigentlich passiert, dass man es ein bisschen runterzieht und dann dadurch, wie soll man sagen, halt ja antworten könnt auf eine iMessage oder auf eine SMS. Und das finde ich ein bisschen doof. Ihr könnt das Gesamte dann auch kopieren, per Facebook schicken, Twitter, wo ihr immer auch ihr wollt und habt eine Übersicht über das Ganze. Und hier muss man sagen, sie wollen jede Woche neue Tipps rausbringen, was ich gut finde. Ich weiß nicht, ob ihr mal im Apple Store wart, da gibt es ja auch solche Tipps. Und finde ich an sich eine sehr gute Sache und hilft dem User, vor allem Leute, die, wie gesagt, neu dazu einsteigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und lasst mir bitte gerne einen Daumen da, das würde mich sehr freuen.